Moin miteinander, herzlich willkommen zurück bei Eldorado 2 und ich habe die Pfeils in Tasten, weil ich noch mit der Hand an der Maus bin. Das war ein epischer Einstieg und ich bin wieder nicht alleine. Bei mir sitzt der Lightcatcher. Hallöchen ihr Lieben, hallöchen. Schön, dass wir wieder hier sind. Ja, finde ich auch. Hier jetzt bei mir. Und beim letzten Mal haben wir mit der Nonne gesprochen, die diese Kreatur des Bösen da auf dem Seerosenblatt hat. Seht ihr sie? Quack. Seht ihr sie? Genau. Quack. Frosch. Genau, und ich Schiff was, ne? Ja. Ja, mit Schiff. Guck mal, und jetzt komme ich nicht an diese Kreatur des Bösen heran. Also, was mache ich? Das Schöne ist, wenn ihr bei mir schaut, ich habe das Spiel schon gespielt, das heißt, ich rätsel nicht so viel. Das kann jetzt positiv oder negativ sein. Wie auch immer, ich find's lustig, hier mal hier nebendran zu sitzen. Ja. Ich find's auch. Das ist so, mit wie viel Liebe er ausholt. So ganz nach oben. Vor allem bei so einem Grasbüsch. Ja. Gut, dass er kein Rasenmäher geworden ist. Der wäre nie fertig geworden. Nein, nirgendwo Geld. Okay. Oh, kann man das Schild lesen? Ja. Große Landstraße und Gegend der abgeschiedenen Dörfer. Das wäre Große Landstraße. Deine schöne Stimme, Mann. Ach so, ach sorry, die habe ich jetzt gerade vergessen. Alles, was nicht Dialog ist, machst du mit dieser Stimme. Bitte. Von den Straßen halten wir uns lieber fern. Okay, hier kommen wir nicht weiter. So, jetzt bin ich auch genug planlos und in Gegend rumgelaufen. Scharf. Bah. Oh, das Projekt ist so. Ich find unser Projekt jetzt der vierte Part und ich find's schon so geil. Ich bin auch total geil. So, jetzt ein kleiner Tipp für dich. Er hat ja das Schwert, ne? Ja. Und der kleine Pedro hat ja nicht viel. Das Einzige, was der kann springen. The fuck! Wie geil. Was ist? Nun guck schon hinein, zaudernder Pedro. Pedro ist verschlossen, Don. Ich liebe übrigens auch die Adjektive für Pedro. Trödelnder, zaudernder. Ja. Karamba. Okay, jetzt kommen wir wieder zurück. Da kommen wir jetzt nicht rein. Aber wir kommen hier weiter. Ah, wie krass. Und die Fee. Und die Fee. Damit können wir das Rätsel zurücksetzen, das hier jetzt kommt. Weil der Don muss ja auch hier rüber, weil wir kommen hier ja nicht weiter, weil ach so, hier ein Busch ist. Also die Fee kann nicht reden, aber sie setzt das Rätsel zurück. Richtig. Interessant. Rätsel zurücksetzt Feen. Richtig. Also bei Zelda gibt es ja viele Feen, aber keine Rätsel zurücksetzt Feen. Nun schafft auch ihr den Sprung dort. Bonbon. Hast du es gehört? Wolfsgeheul da unten. Das war's für dich, Lupus. Ja. Und da nicht deine Schlüssel. Eine Schlüssel. Wofür nur dieser Schlüssel ist. So. Ihr müsst wissen, der Lupus mag Wölfe. Ja, ein bisschen. A little bit. Nein, ach, ja, gut, da geht's schon los. Ich kann nämlich nicht springen. Die Truhe enthält eine Heilung. Entschuldigung. Die Truhe enthält noch eine Heilung. Ach ja, und 25 Goldstück. Das war jetzt übrigens nicht die Stimme, aber das war das Beste, was ich rausholen konnte. Du wirst schon noch dran denken. Auf jeden Fall. Du wirst schon noch dran denken. So. Kampf. Oh, da ist er. Oh, hier ist ein neues Rätsel. Wie kannst du gegen deine Artgenossen kämpfen? Willst du übernehmen? Nein. Schade. Mein Herz blutet mir jetzt schon, deswegen werde ich Pedro nehmen. Wie ging ja das noch? Da ist ein Frosch im Gras, der kann dir ich helfen. Gerne, oder kann nee, nicht, kann weißen. Er nicht, der springt mir auf den Kopf. Lalalala. Oh Mann, wie ging das nochmal? Ah, diese Musik ist geil. Oh, sit. 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 Parade. Okay, wie ging es weiter? Nein. Ja. Nein. Scheiße. Wo? Au. Scheiße, man sagt nicht Scheiße, aber sorry. Ich glaube, ich muss das den. Das ist dein Kanal. Oh, das gibt's doch nicht. Ich bin tot. Das Rätsel. Wissen, Leute, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Er ist derjenige, der es schon gespielt hat. Ja, ja. Wer ist in diesem Projekt schon zweimal gestorben? Und jedes Mal in seinen Parts auf seinem Kanal? Der Lupus! Okay, wir machen jetzt im Schnelldurchlauf und ich laufe hier nicht mehr unnötig durch die Gegend. Mann, ey. Peinlich. Oh, du musst das ganze Rätsel nochmal. Ja, ja. Das ist das Blöde, wenn man da spielt. Ist der Lupus gestorben. Aber du hast dich noch nicht einmal an den Rätseln versucht, ne? Ja, du hast bis jetzt auch nur diese Billig-Variante mit den Kämpfen gemacht. Ist ja gut. Ja. Ja. So, jetzt hier in ganz schnell, nachdem ich vorhin ein bisschen länger gebraucht habe. Wechseln wir jetzt. Nein, ich brauche ihn nochmal. Jetzt wechseln wir. Das ist gerade schön im Takt der Musik zerschnitzelt. Die Truhe enthält eine Heilung. Die Truhe enthält noch ein. Ach, das habe ich ja schon vorgelesen. Ach ja, 25 Goldstücke. 25 Goldstücke. Okay. Oi, oi. Ja, ja. Töten Sie den Wolf. Warte, ich mach's jetzt mal auf die Nubi-Version. Da ist noch ein Speicherplatz Nummer 4. Da ist noch 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10. Oh. So,
jetzt mache ich... Diese Todesglocke. Die Todesglocke hat zugeschlagen. So, ich kann das Gras nehmen. Ich kann den Stein nehmen. Da kann ich nicht draufklicken, da kann ich nicht draufklicken. Aber ich kann das hier machen. Sehr gut. Und ich kann... Ah ja, jetzt kann ich... Hossa, der Feind sinkt in den Staub. Don Hernando erhält 60 EP, der Gegner hinterlässt ein Wolfsfell. Wie du es einfach nicht packst mit der Stimme am Anfang. Ja, ja, ich vergesse es jedes Mal wieder. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht zu krumm. Ah, nö. Ja, doch. So, wir verlassen das erste Mal diesen Bildschirm. Juhu, wir sind im zweiten Bildschirm. Wo haben wir denn da? Noch ein Wolf? Juhu. Da baden nur eine Frau. Ist das Rotkäppchen und der Wolf? Naja, wir können es ja nochmal hier. Komm, zack. Ach, ein Mann im Baum. Holla, Fremde! Was treibst du da im Geäst? Sprich! Seht nur, was meiner armen Maria droht! Übrigens heißen alle Frauen in diesem Spiel Maria. Ach, das ist geil. Halt hier keine Erfolgsrede, Juan! Unternimm endlich was gegen den Wolf! Das tue ich! Wie habe ich die Stimme gerade nochmal gemacht? Fuck. Das tue ich, Maria. Zurzeit behalte ich beispielsweise den Überblick. Düdüm. Du gibst alles, ist egal. Ah, jetzt kommt Bewegung in die Angelegenheit. Okay, wir kämpfen. Da ich gerade mit Pedro gekämpft habe und das Rätsel gelöst habe, werde ich ihn jetzt aufspießen. Und ich werde das mit einer Combo tun. Na, Parade. Das ist mein Artgenosse. Der ist halt nicht so leicht zu besiegen. Das ist mir auch noch nie passiert, dass ich während einer Synchronisation vergessen habe, wie ich eine Stimme gemacht habe, weil ich zwischendrin eine andere gemacht habe. Ja, was glaubst du, wie Konzentration? Was glaubst du, wie es mir beim Don ging? Hossa, der Feind sinkt in den Staub. Don Hernando hält 60 EP, der Gegner hinterlässt ein Wolfsfell. Schön. Der Wolf ist tot, hurra! Siehst du, Maria, ich habe uns die Rettung organisiert. Gar nichts hast du, ich bin ja halb erfroren, während du die Gegend angeguckt hast. Aber Maria! Maria, Maria, Maria! Ja, Maria, es stinkt sauer auf dich, großen Helden! Wenn der tapfere Senior nicht gewesen wäre, säßen wir immer noch fest! Ach, so ist das also! Ich hasse dich! Außerdem zu Pedro, das ist so gut. Aber wieso denn nicht? Ach, lass den! Der will sich wieder beruhigen, aber euch, Senior, will ich danken zum Lohn! Eine nackte Frau im Wasser? Ihr Ferkel! Ja, das ist es! Zum Lohn bringe ich euch das Schwimmen bei! Komm ins Wasser, ich zeige es euch! Aber nicht gucken! wartet! Ich zeige es lieber eurem kleinen, harmlosen Gefährten! Ich hätte fast hirnlosen Gefährten gelesen! Gerade noch korrigiert! Pedro, wieso denn nicht mir, Senorita? Nun, es ihr... Es ist die Rüstung, ja, die Rüstung. Ein Schwimmer sollte nicht etwas tragen. Er sollte so etwas nicht tragen. Heran, Pedro. Aber wieso denn schon wieder nicht? Maule nicht, Pedro. Steig ins Wasser, nur Mut, es ist ganz leicht. Die Augen bleiben über der Wasseroberfläche. Also, nun machst du mit Armen und Beinen paddelnde Bewegungen. Naja, ein exzellenter Schwimmer wirst du nie, aber für diese dunkel eingefärbten Schwimmbereiche wird es schon reichen. Achso, ich hab's gerade auf dem Bildschirm gezeigt, das könnt ihr natürlich nicht sehen. Ja, das sind dunkel gefärbte Schwimmbereiche, ich kann sie sehen. Epische Fanfare. Du bist so, genug, mir ist kalt und ich möchte wieder meine Kleider aus dem Wasser mit dir. Dreht euch wohl um! Das gilt auch für eventuelle Neugierige in meinem Rücken. Pardon. Fertig! Hab nochmals Dank, edler Senior! Und du denke daran, was du gelernt hast. Adios! Adios, Senorita. So, so, schwimmen also. Okay, jetzt können wir schwimmen. Hui. Oh, und können uns Geld. Das kann aber tatsächlich nur der liebe Pedro, ja? Richtig, deswegen hast du dieses Schiff, genauso wie Pedro er. Pedro kann schwimmen, Pedro kann springen. Was aber kann eigentlich der liebe Hernando, außer kämpfen? Nichts. Und Rasenmäher spielen.
Hilfe, ein Hilfe, Wolf. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh. Ich wollte dem eigentlich nur weglaufen. Ist das eigentlich so, dass wenn du einmal das Rätsel für eine gewisse Gegnerart rausgefunden hast, hast du es immer so erledigen kannst? Richtig. Das heißt, man könnte sich das merken und ganz schnell die Kämpfe beenden. Ja. Das ist mitunter sinnvoll. Hossa, der Feind sinkt in den Staub. Don Hernando hält 60 EP. Der Gegner hinterlässt ein Wolfsfell. Das ist jetzt wieder eine andere Stimme. Oh. Ah ja, das ist übrigens ein tolles Gimmick. Der kleine Pokal des Knobelkampfes, dem Ersinner hoffnungsvollen Bergen... Ach du Scheiße. Regentrachtens. Das nicht weniger als drei Kontrahenten durch des Gedankenwinkelgang zur ewigen Ruhe gebettet. Also, ihr könnt es... Bettete. Das sollte dir eigentlich leicht fallen. Okay. Und nur ich weiß wieso. Und jetzt können wir hier bei Dinge gucken. Und jetzt haben wir den kleinen Pokal des Knobelkampfes. Also je nachdem, wie du dich entscheidest, kriegst du halt einen Pokal oder einen anderen Pokal. Was sagt die Zeit, lieber Lightcatcher? Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, lieber Lupus. Ärgerlich. Ja. Hier war doch Geld. Das ist es. Ja. Ich bin Geldgeil. Lala, lala. Ja, ja, der Obergärtner Hernando geht hier, bahnt sich seinen Weg. Okay, reicht. Erinnert schon ein bisschen an Zelda, ne? Ja, ich find's toll. Was hat der Kollege denn hier zu sagen? Hallo? Oh, er ist ein Stein im Weg. Bist du der? Ein Schäfer. Was können wir... Den machen wir ganz normal. Da ist jede Kraft vergebens. Die Wolfssperre sitzt felsenfest und lässt sich nicht mehr bewegen. Haha, meine Schafe sind endlich sicher. Nun lasse ich meine kleine Herde ohne Sorge weiden, bis ich später wieder zum Tal ziehe. Und wie kommst du dann an deiner eigenen Sperre wieder vorbei? Ach so. Also runter ließ ich dafür es eigentlich ganz einfach rollen. Ups. Zu Hilfe! Ich sitze fest. Bitte tut etwas. Was sagt jetzt diese? Schön, jetzt muss man es auch mal machen. Ah! Okay, das war's. Oh, da ist eine Süße. Eine Süße. Den habt ihr wahrscheinlich schon alle gesehen und ich habe. Also völlig emotionslos. Ist auch gut. Ja. Naja, egal. Na gut, wir haben hier geerntet und gejätet und wir gehen in den nächsten Bildschirm. Und ernten weiter. Ernten? Eigentlich mähen wir ja nur. Da ist eine Süße, da kommen wir jetzt aber nicht hin. Oh! Ein Eichhörnchen! Und es wirft mit Nüssen. Mal sehen, wie viele Nüsse es hat. Weißt du, warum Eichhörnchen immer auf dem Rücken schwimmen? Ich wüsste gar nicht, dass Eichhörnchen überhaupt schwimmen. Damit sie ihre Nüsse trocken halten. Und heute sinkt für sie das Niveau. Okay. Entschuldigung mit dem Ellbogen. Dass du jetzt so drauf abbrichst, hätte ich nicht gedacht. Das ist voll mein Niveau. Ja, schön. Sehr gut. Okay. Hier ist ein... Da kommen wir nicht rüber. Okay. Wie sieht's aus? Ich würde sagen, wir beenden den Part. Und du darfst diese ganzen Rätsel jetzt lösen, weil hier geht's nämlich wunderbar. Noch weiter. Und jetzt wird's nämlich richtig kompliziert. Ich stell mich mal hier hin. Es wird kompliziert, das ist gut. Da steh ich gut, oder? Warte. Bevor du beendest. Nein, ich will da stehen. Na gut, ich stimme. Was hast du vor? Ich wollte mich eigentlich dekorativ in die Landschaft stellen. Das ist doch dekorativ. Ich find's schön. Okay. Okay, Leute, wir sehen uns wieder bei Part 5, dann auf meinem Channel. Wieder bei Lightning. Ja, mit dem lieben Lupus LP und mit mir. Und immer dran denken, haltet eure Nüsse trocken. Bis dann. Ciao.